Mauro Jürgen, wir haben von einem Schicksalswochenende geredet bei Davos und bei Lugano. Jetzt nach dem gestrigen Sieg, wie hoch war auch der Druck, den man sich selber auferlegt hat, dass man eben auch das Spiel gewinnen muss? Ja, sicher. Wir haben gewusst, es ist ein ganz wichtiges Wochenende für beide Teams. Könnte entscheidend sein. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt 6 Punkte holen können. Nach dem Sieg gestern heute noch mal nachdoppeln können. Und, ja, es gibt uns sicher Vertrauen. Jetzt resultatmäßig, goalmäßig ist der Befreiungsschlag sicher glückt. Wie sehen das spielerisch? Ja, es sind sicher noch Sachen, die wir verbessern können, auf jeden Fall. Es war schlussendlich, glaube ich, nicht so eindeutig, wie das Resultat schlussendlich ist, denke ich. Aber ja, heute haben wir Goal gemacht und das hat uns zum Sieg verholfen.